Herzlich willkommen zu diesem Video zu Google Drive Tabellen. In meinem fünften Video möchte ich dir zeigen, wie man automatische Eingaben nutzen kann, wie man Summen berechnen kann, wie man hineinzoomen kann in das Bild, das heißt den Ausschnitt dieser Tabelle und wie man Notizen einfügen kann in unsere Tabelle. Ich habe hier schon etwas vorbereitet in diesem Tabellenblatt Telefonkosten. Ich habe das umbenannt, dieses eingefügte Tabellenblatt, wenn du dich vielleicht noch erinnerst. Geht das hier so, über Umbenennen und habe jetzt hier das hier schon eingefügt. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache, zum Beispiel passt da hier dann die automatische Größe an, kann sie auch wieder verkleinern, gehe hier wieder dazwischen und hier und habe dann hier auch dementsprechend die Überschriften in meiner Tabelle festgelegt und möchte jetzt hier für das erste Halbjahr die Telefonkosten berechnen. Dazu gebe ich einmal den Monat ein, habe hier den Jänner. Und jetzt wäre es natürlich angebracht, dass ich hier den Februar hinschreiben würde, März und so weiter. Ich gehe jetzt hierher, kann jetzt hier das dann herunterziehen und er würde den Jänner dann hier dann ergänzen. Das würde mir jetzt nicht nützen, das heißt, ich lösche es wieder. Ich sehe aber schon, dass da anscheinend eine Möglichkeit da ist, um mehr zu machen. Ich gehe jetzt hierher. Tippe Februar ein und markiere jetzt aber dann die beiden Felder. Ich gehe jetzt hier zu diesem sogenannten Anfasser, ziehe das jetzt hier weiter runter und ich sehe, dass ich mir hier jetzt in dem Fall Jänner, Februar, März hinschreiben würde. Auch nicht ganz das, was ich wollte. Und arbeite mich dann so langsam fort. Und merke jetzt hier, wenn ich jetzt hier weiter anziehen würde, würde er dementsprechend dann richtig weitermachen. Das heißt, er kennt dann, dass darüber Jänner steht. Ich möchte das erste Halbjahr haben und gehe dann weiter auf Mai bis Juni. Das heißt, ich wähle mir eins aus, ziehe es herunter und Google Tabellen erkennt dann, dass ich das hier so vervollständigen kann. Das wäre ein Beispiel für eine automatische Eingabe. Dann lege ich als Grundgebühr hier 15 Euro fest. Hier haben wir schon gesehen, wie ich automatisch diese 15 Euro einfügen kann. Ich wähle mir die Tabelle aus. Gehe hier zum Anfassen und füge es mir dann hier ein. Dann wähle ich einmal willkürlich für mich jetzt einmal Gesprächskosten. Im Jänner habe ich sehr wenig telefoniert. Dann im April war ich vielleicht auf Urlaub, habe dementsprechend dann auch noch Auslandsgebühren und habe dann im Juni dann auch nochmal eine entsprechende Eingabe. Und jetzt möchte ich die monatlichen Gesamtkosten berechnen und das mache ich mit Hilfe einer Funktion, wie in einem der vorgehenden Videos schon beschrieben, verwende ich das Gleichzeichen, klicke jetzt hier rein und es wird dann der Wert der Zeile B5, B und 5 hier eingetragen und dazu geben wir dann, addieren wir dann den Wert hier von C5. Ich drücke Enter und 15 auf 5 wird zusammengerechnet und ich habe jetzt hier 20. Und jetzt nutze ich eine sehr praktische Möglichkeit. Ähnlich praktisch wie hier dann das Jänner, Februar, März, April bis Juni dann ergänzt wurde. Gehe jetzt hierher zu dieser Zelle, ziehe den Anfasser herunter und habe dann hier plötzlich Zahlen. Warum ist das so? Wie hat das funktioniert? Schauen wir das hier an. Ich habe einen Wert von 31 und merke dann 15 plus 16 ist tatsächlich 31 und ich schaue mir den Inhalt der Zelle hier an. B6 plus C6. Das heißt B 6 plus C6. Das heißt, ich habe das hier genommen und Google Tabellen hat dann automatisch hier dann die entsprechende Beschriftung angepasst, hat erkannt, dass ich hier immer die beiden Links davon zusammenrechnen möchte und hat das dann hier dementsprechend auch dann vorgenommen. Als nächstes möchte ich hier dann die Summe berechnen. Ich könnte jetzt hergehen, das hier auswählen und dann ein Gleichzeichen machen, dann Plus und dann die nächste Zelle. Hätte dann zum Beispiel von Januar und Februar den Wert dann. Ich möchte das aber anders machen. Ich lösche wiederum den Inhalt. Gehe jetzt hierher, mache wieder ein Gleichzeichen und wähle mir dann eine entsprechende Funktion aus. Gehe jetzt hierher und habe hier eine Funktion. Und ich weiß, dass die Summenfunktion mit Sum eben funktioniert. Schlägt mir dann, gibt mir hier schon gewisse Hinweise. Und sagt eben dann hier eben der Wert von zum Beispiel A2 bis A100. Ich weiß also, dass ich hier die Bezeichnung der Zellen mir vornehmen muss. Markiere jetzt den Bereich, den ich zusammengezählt haben möchte, also von B5 bis B10 und das bis wird hier gezeigt durch einen Doppelpunkt.
und habe dann hier 90. Wenn ich das jetzt hier rüberziehe, wird in dem Fall hier dann, in dieser Zelle hier, wird von C5 bis C10 das dann zusammengezählt. Und hier dann genauso. Also man sieht, diese Autovervollständigung, diese Autoeingaben, um es besser zu sagen, sind eine sehr praktische Sache. Als nächstes möchte ich jetzt zeigen, wie man Notizen einfügen kann. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel her und füge mir dann als Notiz ein, dass es sich hier um die Gesamtkosten handelt. Ich mache das so mal mit der rechten Maustaste und kann hier auf Notizen einfügen gehen und kann dann einen Text eingeben. Ich gebe dann hier als Text zum Beispiel ein, Gesamtkosten, Grundgebühr für das erste Halbjahr. Klicke dann im Prinzip da raus mit der Maus. Und jetzt könnte man glauben, dass diese Notiz verloren gegangen ist. Nein, wenn ich mit der Maus jetzt hierher fahre, man sieht hier in der Zelle oben rechts dieser Pfeil, der nach rechts oben zeigt, wird dann diese Notiz dann eingeblendet. Ich könnte das auch zum Beispiel hier machen, wähle mir die Zelle aus, rechte Maustaste, Kommentar einfügen und könnte hier einen Kommentar hinterlegen. Und jetzt sind wir schon beim Unterschied zwischen Kommentar und Notiz. Bei Notiz bezieht es sich hier im Prinzip auf diese eine Zelle. Und beim Kommentieren ist es so, dass wenn mehrere am selben Dokument arbeiten, auch mehrere dann, sieht man hier meinen Namen, mehrere dann eben ihren Namen dann hinterlassen bei ihrem Kommentar. Das ist bei der Notiz nicht der Fall. Bei Notiz würde, wenn jemand es hinterlegen würde, würde der Name in dem Sinne nicht direkt angezeigt werden. Ich hinterlege jetzt hier also keinen Kommentar, sondern ich möchte eine Notiz einfügen. Wähle also nicht Kommentar einfügen, sondern Notiz einfügen. Und gebe dann hier einen Text ein und schreibe dann zum Beispiel da hinein, Gesamtkosten für die gesamte Telefoniererei im ersten Halbjahr. Klicke daneben hin. Hauptsache, wenn ich wieder herfahre, dann den entsprechenden Kommentar. Beim letzten Mal habe ich schon gezeigt, wie man etwas ausdrucken kann, um etwas weiterzugeben. Und wenn diese Tabelle eben sehr anspruchsvoll ist, kann es auch dann sinnvoll sein, hier zum Beispiel sich etwas vergrößert dann darstellen zu lassen. Da gibt es hier jetzt in dem Sinn keine Zoom-Funktion, sondern man muss die Zoom-Funktion dann hier in dem Fall dann vom Browser nehmen. Und beim Firefox gibt es eine eigene Möglichkeit, beim Internet Explorer und hier auch dann dementsprechend beim Google Chrome. Und da kann man dann, wenn man hierher geht, das zum Beispiel einstellen, dann wird der Ausschnitt dann aus der Tabelle dann größer dargestellt. Und das Ganze funktioniert mit den Mitteln, die eben dann der Browser dann zur Verfügung steht. Ja, soweit jetzt in diesem Zusammenhang und ich freue mich schon auf das nächste Video.